Und da sind wir wieder mit Star Wars. So, wie angekündigt, geht es jetzt weiter mit der Originaltrilogie mit Episode 4, 5 und 6. Und hier sind wir jetzt bei meiner Lieblingstrilogie. Ähm ja, das ist für viele die Urtrilogie. Ne? Hiermit hat alles angefangen und ursprünglich ja nur als ein einzelner Film geplant, 1977 durch George Lucas. Und ja, habe ich, hab ich alles schon erzählt. Es hat sich dann so unfassbar. Ähm, ja, aufgebaut, aufgetan. Ne? Es wurde dieser riesige Kosmos daraus, wo auch immer noch weiter dran gebaut wird. Und ähm, das alles findet hier seinen Ursprung. Diese Urgeschichte mit Darth Vader, mit Luke Skywalker, Han Solo, Prinzessin Leia und natürlich den zwei Droiden C-3PO und R2D2, die wir aber natürlich auch in allen anderen Star Wars Filmen weiter haben. Ähm, Chewbacca, Entschuldigung, Chewbacca natürlich und ähm, Genau. Deswegen, wir fangen einfach von vorne an. Star Wars Episode 4, eine neue Hoffnung, wurde von George Lucas Regie geführt, hat eine Laufzeit von 125 Minuten und ist 1977 in den Kinos erschienen. Beim Imperium schlägt zurück, hatte Irwin Kirschner die Regie. Dieser Film dauert 127 Minuten und ist 1980 erschienen. Und den dritten Teil, die Rückkehr der Jedi-Ritter, wurde von Richard Marquand. Regie geführt, äh, dauert 135 Minuten und ist 1983 erschienen. Bei allen drei Filmen natürlich wie immer John Williams hat die Musik geführt ähm, gemacht und George Lucas war immer als äh, ja treibende Kraft dahinter und hat so ein bisschen die Fäden in der Hand gehalten. Das heißt ähm, ja, aber es ist ja so, dass wir mit einer neuen Hoffnung gestartet sind und der eigentlich als mehr oder weniger abgeschlossener Film gedacht war. Und erst als dieser kommerziell so erfolgreich war, man daraus weitere Filme gemacht hat. Und diese ganze Geschichte mit, das Imperium schlägt zurück, ja, viel düsterer und viel weiter aufgemacht hat, weil man dann noch so viel mehr Möglichkeiten hatte. Und diese Erzählweise finde ich sehr spannend. Und ja, wir fangen einfach mal an mit der Handlung. Ähm, die Handlung von Eine neue Hoffnung beginnt mit dem legendären... Opening, ein, äh, die Tente 4, das Schiff, ein Schiff der Rebellen, äh, kommt als erstes von oben durchs Bild und wird verfolgt von einem Sternzerstörer. Äh, hier greift schon das erste Mal das, der Ton ganz gut, aber dazu gleich mehr. Ähm, Prinzessin Lea hat geheime Te Pläne des Todessterns bekommen und muss diese vor Darth Vader verstecken und in Sicherheit bringen. Mhm. Dazu beauftragt sie ihre zwei Druiden R2D2 und C3PO, diese zu Obi-Wan Kenobi zu bringen, einem alten Bekannten. Ähm, und auch ein alter Bekannter. Und je nachdem, welche Reihenfolge man natürlich schaut, aber egal. Jedenfalls, ähm, genau, die beiden Druiden fliehen, landen auf Tatooine. Das ist hier wieder dieser Sandplanet, ne? Ihr erinnert euch. Und dort landen sie dann über Umwege bei Luke Skywalker. Luke Skywalker. Möchte gerne von zu Hause weg. Äh, kann aber nicht, weil er seinem Onkel immer wieder bei der Ernte helfen muss. Auch da, eins kommt zum anderen und er bricht irgendwann mit den Druiden auf. Trifft noch Han Solo und Chewbacca. Und natürlich Obi-Wan-Kanobi. Und dann brechen alle zusammen auf und wollen die Pläne zur Prinzessin zurückbringen. Beziehungsweise der Prinzessin helfen. So. Und dabei landen sie auf den Todesstern. <laughs> da passiert dann ganz viel. Und hinterher gibt es einen ziemlich coolen Dogfight mit den ähm, X-Wings und Y-Wings gegen T-Fighter. Das ist tatsächlich auch immer noch ziemlich cool. Ähm, das war damals das große Highlight und ich finde, das kann man auch immer noch sehr gut schauen. Ich meine, der Film hat 44 Jahre auf dem Buckel. Zu den Effekten sage ich gleich mehr. <laughs> und genau, nachdem alles getan ist, ähm, gehen wir dann jetzt über zur Handlung von Das Imperium schlägt zurück. Hier habe ich eben schon gesagt, wird es deutlich düsterer. Und dort ist es so, dass direkt am Anfang die Rebellen eine äh, schwere Niederlage einstecken müssen und müssen fliehen und sind dann alle sind aufgesplittet. Ähm, Luke Skywalker fliegt nach, fliegt nach Dagobah, um dort sein Jedi-Training ja, zu beginnen, muss man ja sagen, oder fortzuführen bei äh, Jedi-Meister Yoda. Und ja, wär, währenddessen fliehen die anderen. Über Umwege durch ein Asteroidenfeld, Sternzerstörer und dann hinterher in der Wolkenstadt. Und genau, jeder versucht irgendwie weiterzukommen und hinterher kommt es dann zum finalen Clash zwischen Darth Vader und Luke Skywalker auf der Wolkenstadt. So, äh, dort greift dann ziemlich direkt auch äh, die, äh, die Rückkehr der Jedi-Ritter an. Ähm. Ein. Jedenfalls beginnen wir dort wieder auf Tatooine. Äh, alle versuchen erstmal Han wieder zu bekommen, der ist abhanden gekommen. Und äh, genau, da gibt es verschiedene Kämpfe im Sand und äh, bei, bei Jabba. Und nachdem sich dann alle, nachdem alle befreit sind, steht dann die nächste Mission an und die ist: Es gibt einen zweiten Todesstern. Und dieser ist natürlich eine riesige Bedrohung für die Galaxis und deswegen muss der vernichtet werden. Die Rebellenflotte ist dieses Mal deutlich größer und beschränkt sich nicht nur auf ein paar kleine Sternjäger, sondern hat auch größere Kriegsschiffe dabei. Das macht das Ganze natürlich vom Showwert halt schon mal intensiver. Und ja, hier haben wir dann diese. Diese mehreren Ebenen, auf denen Schlachten und Kämpfe stattfinden. Das hatte ich im letzten Review schon angesprochen und es ist hier einfach so, dass wir auf der einen Seite dieses, dieses Luke, der Ars, Vader, Imperator-Ding haben, dann haben wir diese kleinen Kämpfe mit den Sternjägern rund um den Todesstern verteilt und wir sind parallel noch unten auf dem Waldmond Endor, ähm, wo dann Han Solo und Lea, Chewbacca etc. versuchen, den Schildgenerator auszuknipsen. Genau. Also Todesstern wird beschützt vom Schildgenerator. Schildgenerator muss weg, damit dann die Rebellen den Todesstern vernichten können. Das ist ziemlich sehr abgerissen. Die Handlung von 456. Ähm, ja, mit diesem Film bin ich aufgewachsen. Das sind die gucke ich auch immer noch gerne. Mehr oder weniger vier ähm, finde ich immer noch gut. Ich finde, dass der gut gealtert ist. Ähm, da helfen natürlich auch Drei bis vier Überarbeitungsreihen. Für viele Leute ist das ein Frevel, weil es gab ja auch die Special Edition. Auch übrigens die Laufzeiten, die ich angegeben habe, sind Special Edition Zeiten. Und die Uhrversion, da ist ja praktisch überhaupt nicht mehr dran zu kommen. Ich, da jetzt auch für die 4K Version wieder nachbearbeitet wurde, würde das dem Ganzen widersprechen, wenn ich jetzt sagen würde, ja die Uhrversion war besser. Ich habe die ja tatsächlich nie gesehen. Ich bin schon aufgewachsen mit diesen Special Editions. Ich habe die vielleicht mal auf so einer VHS gesehen, weswegen ich immer noch im Hinterkopf habe, dass so ein Oberteil vom Ubi-Wan-Mantel eine Zeit lang in der Luft geschwebt ist, bevor der runtergefallen ist. Das kann aber auch eine Making-of gewesen sein. <laughs> ähm, ja, diese Trilogie hat sehr, sehr, sehr viel geprägt, sehr viel gemacht, auch für, für, ja, für, für Science-Fiction-Fandom halt auch und insgesamt für Leute für Filmschaffende, die in diese Science Fiction Richtung gehen wollten, die zusammen ja vielleicht mit Star Trek und noch ein paar andere und die haben einfach diese ganze das alles so nach vorne getrieben. Ne? Ich meine gerade Star Wars, Star Wars ist ja absolut salonfähig. Praktisch jeder hat ja Star Wars gesehen und ähm Jetzt nicht unsere Generation, weil es nicht im Kino, aber die meiner Eltern beispielsweise. Mein Vater war sehr oft im Kino bei Star Wars. Ähm, ich habe es dann erst ab den Prequels geschafft. Aber Star Wars ist so ein weltweites Phänomen, ja, was. Für mich in so eine Kinolandschaft dazugehört und was ich auch einfach auf der großen Leinwand sehen will. Ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, ich hätte Star Wars 5 einfach so gerne im Kino gesehen, aber 1980 wo noch nicht alle Bescheid wussten, was da für ein Satz gleich fällt. Ähm, weil ja, das ist schon ein ziemlich guter Plot -Tist. Er leidet halt nur darunter, dass er 500 Mal parodiert wurde inzwischen. Das heißt, selbst Leute, die Star Wars noch nie gesehen haben, kennen diesen Satz. Das ist wie Gandalf, der auf der Brücke steht und sagt: "You shall not pass." Ne? Ähm, ja, ich schweife ab. Ich ich, ich, ich. Also, ich mag diese Trilogie sehr und bei dem, bei dem, was ich jetzt alles noch sage, zum Bild und Ton. Halte ich für mich im Hinterkopf, wie alt, diese, also wie, im, wie alt diese Trilogie im Verhältnis zu anderen Filmen ist, die wir uns ja anschauen. Dass dieser Film nicht aussieht wie, also dass diese Trilogie jetzt nicht aussieht wie Le Mans 66 oder klingt wie ein Tenet, gegeben. Ich nehme es vorweg, für mich ist dieser Stand, den wir jetzt haben, mal wieder der aktuell beste Stand, den du jetzt bekommen kannst von dieser Scheibe. So geht es mir ja auch mit Herr der Ringe beispielsweise oder Apocalypse Now. Ne? Da empfinde ich das ganz ähnlich. Das ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, bester Atmos Sound ever. Ne? Oder oh, die Kontraste, das habe ich noch nirgendwo so gut gesehen. Aber im Verhältnis zu dem, was man vorher hatte, ähm, tut sich da schon was. So, und damit fangen wir dann jetzt an beim Bild von Episode 4. Das Bild von Episode 4, also insgesamt kann man bei allen dreien sagen, die Farbgebung ist ein bisschen anders. Ne? Die wurde ja bei den 2011er Blu-rays so ein bisschen bunter greller gezeichnet und jetzt sind sie wieder ein bisschen schmutziger. Mir gefällt dieser schmutzige Look sehr, sehr gut. Ich finde, das HDR macht auch einen ziemlich guten Job, schon ab Teil 4. Ähm, was insgesamt ein bisschen leidet, und das ist bei Episode 4. Ganz klar zu sehen sind die nicht so guten Effekte, die halt damals waren und die, die man sich halt damals leisten konnte. Ähm, die waren bei mir jetzt schon sehr schwer zu sehen, diese Schnitte, wodurch die Türen, Türöffnung simuliert wurde, wo sich dann Luke jeweils 30 cm links oder rechts verschiebt. Ich wusste, ich habe schon immer wahrgenommen, dass das irgendwie komisch aussieht. Na, dass da irgendwas gedreht wurde, aber ich habe noch nie so klar gesehen, dass da einfach geschnitten wurde. Liegt vielleicht auch an mir. Und ihr sagt, ja, das weiß man doch, so wie der Sturmtruppler, der sich den Kopf da stößt. Aber äh, tatsächlich ist das bisher <laughs> vorbeigegangen. Aber jetzt hier auf der UAD ist es mir sehr stark aufgefallen. Das ist natürlich so ein Nachteil des, ja, dessen, dass man jetzt hier, dass ich jetzt hier auf 100 Zoll gucke und dadurch natürlich viele Details einfach viel klarer sind. Alles fällt viel mehr ins Auge. Das ist ja so. Und das. Ja, das habe ich eben nachgedacht. Es muss nicht zwingend ein Nachteil sein, es ist halt anders. Ne? Wir haben jetzt einfach diese Möglichkeit und das finde ich eigentlich erstmal gut. Also, ich habe es eben schon gesagt, HDR finde ich, finde ich gut, macht einen guten Job. Ähm, insgesamt wirken die Farben für mich sehr lebendig. Ein großes Problem ist halt alles, was sich bewegt, was definitiv irgendwo eingefügt wurde durch Tricktechnik etc. Ist sehr klar zu sehen, dass es da eingefügt wurde. Das war schon immer ein Stück weit so, dass sich die Jäger teilweise ein bisschen seltsam verhalten, wenn sie fliegen. Ähm, aber jetzt haben sie teilweise so eine weiße Linie außenrum, wie wenn man auf dem Greenscreen etwas bearbeitet und zieht nicht die Kanten genau nach. Also, das ist äh, jetzt sehr, sehr, sehr deutlich. Mich stört es nicht. Ich finde, es ist aber einen absoluten Hinweis wert. Das ist bei Episode 4 sehr stark und bei Episode 5. Noch ein bisschen. Bei 6 kriegen sie es tatsächlich schon ziemlich gut hin. Da habe ich nicht mehr viel wahrgenommen von irgendwelchen ähm, kanten oder äh, sehr deutlich sichtbaren Effekten. Bei Episode 4 ist es aber am drastisch, drastisch, drastischsten von allen, auf jeden Fall. Und das, wie gesagt, tut dem Ganzen keinen Abbruch, seid euch das nur bewusst. So, was kann man noch über das Bild sagen? Ähm. Wie gesagt, mir gefiel es eigentlich recht gut. Mich hat da jetzt nichts gestört. Das weiß der Sturmtruppen ist schön deutlich. Ach, das Korn. Mm, man hat ja das Korn eingebrannt. Beziehungsweise einen sehr deutlichen Rauschbild darüber gelegt, wodurch sich da einfach gar nichts mehr tut. Das ist bei dunklen Bildern oder so halbdunklen Bildern ist das nicht schlimm, weil man es nicht sieht. Dann wirkt das Bild tatsächlich auch sehr hochwertig. Aber sobald es dann hell wird, ist es einfach so... Dass man die ganzen festgebrannten Körner sieht. Klar. Und normalerweise würde ich sagen: gut, die bewegen sich, das ist nicht, ist nicht schlimm, ne, gehört ja dazu. Aber sie sind halt einfach so festgebappt. Und dadurch wirkt es teilweise ein bisschen unnatürlich. Also gerade so helle Flächen wie in der Tente 4 direkt am Anfang. Wenn dann Layer da steht, Layer ist insgesamt vom Gesicht und ne, die Konturen sind alle sehr scharf gehalten. Aber, und dann ist das drumherum ist das so, so, so grisselig. Auch da wieder. Ja, hängt aber jetzt auch echt drauf, davon ab, wie, auf was ihr schaut. Ne, wenn euer Fernseher jetzt 55 Zoll ist, dann ist bei euch ja auch alles verhältnismäßig kleiner zusammengefasst und fällt deswegen nicht so stark auf. Hier auf den 100 Zoll das ist es dann doch schon deutlich bemerkbar. Wenn ihr wiederum natürlich die 4 Meter Leinwand im Keller hängen habt, dann äh, werden die Pixel dann schon ziemlich deutlich und groß. Nicht Pik ja, Pixel auch, aber das Korn meinte ich jetzt, ne? Ist klar. So ähm, ja, das vielleicht zum Bild. War, also ne, ich fasse nochmal kurz zusammen. Das Bild ist in Ordnung, es ist nicht schlecht. Ich finde das HDR macht das auch ganz gut. Im Rahmen seiner Möglichkeiten ist dieses Bild gut. Es hat halt nur diese Nachteile, die ich eben aufgezählt habe. So. Das, der Ton. Ähm, ja, wir haben die englische Atmospur, in Deutschland haben wir ja nur die DD Plus. Da sind die Unterschiede ja mehr oder weniger. Ne? Also es gibt ein bisschen Dynamik, nicht allzu viel. Es gibt ein paar Sachen, die passieren von oben, nicht allzu viel. Ähm, alles in allem klingt das Bild, äh, klingt der Ton aber sehr, sehr, sehr räumlich. Die Sachen kamen von da, wo sie kommen sollen. Die Sternjäger und Effekte klingen gut, ne, im Rahmen der Möglichkeiten. Die Sprache ist ein bisschen... Das ist natürlich der Aufnahmetechnik geschuldet. Ne? Da ist wahrscheinlich einfach nicht mehr viel zu machen. Das, 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 das klingt alles so ein bisschen zerrig teilweise. Ähm, das hat aber nichts mit den Tonspuren zu tun, sondern ja, halt einfach mit dem Film. Aber seid euch da auch einfach bewusst. Mm. Ansonsten, ja, weil diese Atmos-Spur jetzt nicht so, wo ich gesagt habe, boah, wow, cool, das bringt das Ganze total weiter, sondern es hat einen guten Job gemacht, es ist mir nichts negativ aufgefallen und ist nicht schlechter wie jetzt auf der Blu-Ray. Aber jetzt auch nicht eklatant, viel besser. Die deutsche Spur ist okay. Ähm, ehrlich gesagt habe ich da nicht viel Unterschied gehört. Ich... Find, wie ich habe es ja gerade schon beim Englischen gesagt, da ist nicht so viel Wucht hinter. Ne? Da, wenn der Todesstern explodiert, dann kommt mal ein bisschen was. Aber ansonsten... Äh Ach so, Achtung, Spoiler. <laughs> aber ansonsten passiert da halt wirklich nicht viel ähm, an anderen großen Explosionen. Die Schüsse und so weiter, da kommt nicht viel über den Sub. Und insgesamt ist das ja, jetzt nicht flach, aber ist jetzt auch nicht die große... Die große Gewalt und im Deutschen ist es nochmal vielleicht ein Tacken weniger als jetzt beim Englischen. Das Bild beim Imperium schlägt zurück, hat mir persönlich besser gefallen als bei einer Neu Hoffnung. Ich fand es hier einfach nochmal ein bisschen, ja insgesamt einfach ansprechender festgehalten. Ich weiß nicht, die Kontrast und die Schärfe kam für mich einfach nochmal ein bisschen besser raus als bei einer neue Hoffnung. Ähm, dann ist es so, dass ja, so Sachen wie das mit der Rauschfilterung ist auch hier wieder ein Thema. Wir sind am Anfang auf Hood, wir sind auf einem Eisplaneten. Ich habe es eben gesagt, helle Flächen sind ein Thema. Die ersten 40 Minuten dieses Films sind eine einzige helle Fläche. Wenn, wenn euch das ein Dorn oder Korn <laughs> überhaupt ist, dann äh, solltet ihr darüber nachdenken. Ähm, ich, mich, wie gesagt, mich hat es nicht geschützt, ist mir aber deutlich aufgefallen. So, ne? Aber insgesamt gefiel mir die Schärfe sehr gut. Gute Kontraste. Ähm, später bei den Sachen bei der Wolkenstadt, wenn, ja genau, später bei den Sachen bei der Wolkenstadt zum Beispiel, auch wenn wir hinter dieser Carbonit-Anlage unterwegs sind, äh, Luke vs. Vader, das war alles ziemlich cool. Die Farben sind sehr deutlich. Auch das ist wieder recht schön bei der Wolkenstadt, ne? Mit diesem Orange von dem, ähm, ja, von diesem Gasplaneten. Gasriesen. Ja, jedenfalls ähm, habe ich da, also einen Tacken besser als eine neue Hoffnung, würde ich jetzt sagen. Ja? Ein bisschen mehr Schärfe, ein bisschen mehr Kontrast, gefiel mir eigentlich sehr gut. Beim Ton, da fand ich tatsächlich einen ganzen Tacken besser. Da hatte ich viel mehr Wucht insgesamt im Film, äh, gerade wenn die ATAT -AT, äh, auf Foot am Anfang unterwegs sind. Da äh, es schon ganz ordentlich. Achso, ähm, allgemeines Wort zu eigentlich allen Star Wars-Filmen. Ich finde ihn tacken leise. Also ich habe überall, also ich habe, sobald ich einen von denen reinmache, drehe ich 4 bis 5 Dezibel lauter als normal. Ne? Nur, das ist jetzt nicht schlimm, aber nur, dass du es wisst. Wenn ihr schon auf Anschlag fahrt, dann. Ähm, so. Was haben wir noch? Äh, Sound. Ja, hier ist es, hier hatte ich auch so ein paar mehr Momente, dass ich dachte, oh cool, das mit dem Atmos macht Spaß. Zum Beispiel, wenn die Thai bomber unterwegs sind, im ähm, Asteroidenfeld. Mm, oder wenn, oh, insgesamt das Asteroidenfeld. Ne? Wenn der Falke da rumsaust und rundherum sind Asteroiden. Oder die Sternzerstörer folgen und dann sind rundherum Asteroiden. Die sind sehr spürbar und äh, gut ortbar. Das macht Spaß. Das fand ich ziemlich cool. Insgesamt... Auch so halligere Sequenzen wie hinter wieder in der Carbonit Gefrierkammer, da kam auch ordentlich was rüber über die äh, Atmos-Sprecher. Also ich fand, hier haben die jetzt einen guten Job gemacht, ne? um da ein bisschen mehr Räumlichkeit reinzubringen, äh, diesen zusätzlichen Aha-Effekt zu haben. Und hier hat sich für mich jetzt gelohnt. Hier fand ich es eigentlich ziemlich cool. Ist jetzt nicht so stark wie eine Rache der SIF. Die Rache des Hilf, wo dann die ganze Zeit ein Sternjäger, dem anderen hinterherjagt jagt und das kommt von überall. Aber das gibt der Film halt auch nicht her. Ne? Wir, wir, wir haben ja alles in viel kleineren, ähm, in einer viel kleineren Anzahl. Aber für das, was wir haben, finde ich macht man das gut und dort kommt die Dynamik ist auch super. Also wenn ja, bleiben wir einfach mal im Asteroidenfeld. Wenn man da unterwegs ist. Und, und die unterhalten sich und dann kommt ein, ein, ein Schuss oder ein Asteroid, der die trifft oder so. Dann hat der schon richtig Wumms und äh, schlecht gut durch. Also das, das war schon gut. Ähm, ansonsten flüstern es leise. Also das passt alles. Das ist schon in Ordnung. Von daher gefällt mir diese Uhr der jetzt eigentlich ziemlich gut. Auch kein Wunderwerk, dass ich jetzt sage, wow, tausendmal besser als die Blu-ray von 2011. Aber... Ja, wie gesagt, dieser dreckigere Look gefiel mir viel mehr. und sobald es halt dunkler wird, also alles nach Minute 45, bis wir auf Bespin ankommen natürlich, ähm, ist, ist cool, weil dann wird es auch tatsächlich sehr scharf, schöne abgesetzte Farben, coole Akzente, Kontraste sind super. So alles auf dem Falken im Asteroidenfeld zum Beispiel sieht echt gut aus, also mit Han Solos dunkler Jacke und so. Ähm, das gefällt mir gut. Bei die Rückkehr der Jedi-Ritter machen wir nochmal einen ähnlichen Sprung. Ähm, hier hat sich, habe ich eben schon gesagt, dann auch so ein bisschen die Tricktechnik äh, verbessert oder lässt sich besser darstellen. Das Einzige, und das sage ich direkt vorneweg, das war nämlich krass, <laughs> ist der ATSD, der im Ewok-Wald hinter auf den Baumstämmen aus ausrutscht. Das sah schon immer seltsam aus, aber jetzt, Sieht es aus, als hätte ich den aus Pappe ausgeschnitten, ein paar Äste da lang gefeuert und hätte ein bisschen hin und her gewackelt. Ähm, auch weil die Konturen da so deutlich sind und weil er so eindeutig nicht auf diesen Baumstämmen steht. Das, ja, exakt. Auch, auch der ist ja jetzt äh, 38 Jahre alt. Es, ist, es ist, ist gegeben, ist okay. Aber da war es wirklich krass, vor allem, weil der restliche Film die Sachen, in, also seinen Job in, in Sachen Tricktechnik eigentlich sehr viel besser macht als jetzt die, dazu, die zwei davor. Aber das hier war mit Abstand der krasseste Effekt, wo ich da saß und dachte, wow, das war mies. <laughs> ähm, so, aber ja, allgemein zum Bild. Das Bild war sehr, gefiel mir sehr, sehr, sehr gut, weil noch mal ein bisschen mehr insgesamt Schärfe. Ne? Wir hatten, eine, es war alles sehr gut abgesetzt. Da macht HDR auch wieder einen, einen guten Part. Ähm, auch so Sachen wie Tatooine, also viel Sand und alles so ein bisschen Terracotta, gelb, orange gehalten. Sah echt cool aus, gefühl mir gut. Äh, dunklere Sequenzen, nichts rauschig, gefilme auch sehr schön. Wir haben hier immer noch das eingefrorene Kornproblem, -Pro aber wir haben hier deutlich weniger äh, klar helle Szenen als jetzt in den Filmen davor. Deswegen macht es sich nicht ganz so stark bemerkbar. Ähm Ansonsten starke Farben, wie gesagt, die Effekte sehen deutlich besser aus, wenn hinter die große Raumschlacht ist oder so. Ich finde, die sah noch nie besser aus. Das war immer noch sehr cool, das hat Spaß gemacht und gefiel mir, mehr sehr, gefiel mir sehr, sehr gut. Ähm ja, von daher habe ich da eigentlich wenig zu meckern, im Rahmen der Möglichkeiten immer. Ne? Klar. Das geht alles noch viel schärfer, das geht viel kontrastreicher. Aber jetzt im Rahmen dieser Trilogie, dieser, dieser Star Wars Trilogie, fände ich es echt in Ordnung. Ähm, ich glaube, dass man da möglichst viel versucht hat rauszuholen. Und das ist meiner Meinung nach auch ganz gut gelungen. So: Atmos, ähm, also Ton, hier wieder eine Schippe mehr drauf. Auch in der Effektanzahl von oben, ne, was man da mitgenommen hat. Gefühl mir sehr gut, hat Spaß gemacht, gute Dynamik. Ähm, hier ist richtig was los. Also dann, dann schlägt auch der Sub nochmal ein bisschen, bisschen mehr zu. Es ist bei allen dreien halt so, dass da jetzt nicht, ne, es ist nicht das große Dynamikfeuerwerk wie Tenet, wo man im einen Moment auf 40 gut unterwegs ist und im nächsten Moment äh, fallen bei 60 die die Wände ein. Also, ne? <laughs> das haben wir hier einfach nicht, das ist nicht gegeben. Und, aber trotzdem macht der Film das hier, also macht Episode 6, ähm, nutzt seine Atmospur gut und ja, das, das ist alles super räumlich, wenn die Filmmusik kommt, die knallt alles schön weg, das macht, das macht Spaß, dann kommt der Sternzerstörer ganz am Anfang reingerauscht. Oh, der Sternzerstörer kommt ganz am Anfang reingerauscht, das habe ich mir aufgeschrieben. Der äh, ist sehr deutlich hörbar von oben, wenn der kommt. Ne? Und dann, dann fährt, fliegt, die Lambda, ver, fliegt das Lambda Shuttle mit zwei TIE raus. Das kommt so leicht von oben, ist dann ja sehr schnell vorne auf der Leinwand, deswegen auch nur ganz kurz. Aber das hat alles super schön funktioniert. Das macht Spaß. Ähm, hier kommt auch insgesamt wieder mehr von oben. Auch da, ne? Dynamik im Rahmen der Möglichkeiten. Super. Ähm, ab und zu ein paar ordentliche Bassschläge und gefiel mir gut. Also hat Spaß gemacht. Kommen wir zum Pro und Contra. Auf der Pro-Seite haben wir ein geupdatetes Bild. No? Also wir haben nochmal eine andere Farbgebung, das HDR sorgt für deutlichere Kontraste und wir haben mal mehr oder weniger gute Schärfe. Das ändert sich aber zu Blu-Rails auch nicht großartig. Ne? Da ist einfach das, was wir haben, wird genutzt. Der Ton mit seinen Atmospuren gefiel mir sehr gut. Ähm, war nochmal so ein kleines Upgrade. Hat mir jetzt Spaß gemacht, darauf auch zu achten, weil ich meine, das sind Filme, die habe ich wirklich oft gesehen. Die kenne ich in- und auswendig. Und ihr war es halt einfach auch spannend zu sehen, wie viel man da noch mitnehmen kann. Ne? Auch in Sachen Dynamik oder Umfang und was man da von oben noch mitpacken kann. Und das fand ich jetzt schön. Das hat mir Spaß gemacht. Das war äh, gut sortiert, sehr räumlich. Und ab und zu kam auch mal ein Effekt von oben. Und dann war ich da eigentlich zufrieden mit. Die deutsche Tonspur ist ähnlich gut wie die der Blu-ray. Auch die der 2011er Blu-ray. Ich finde, da tut sich insgesamt einfach nicht sehr viel. Ähm, also nicht, nicht merklich. Ne? So, äh, Bonusmaterial. Haben wir natürlich dabei, das sitzt dann jeweils auf den gesonderten Scheiben. Ich zeige euch das gleich. Ähm, das sind dann jeweils Audiokommentare, verschiedene Future Reds. Ne? Das, das, vieles davon kennt man auch einfach schon, aber manches ist auch. Also, ich glaube doch, das meiste kenne ich tatsächlich schon. Also, wenn ihr schon die DVDs hattet, die 2011er ähm, Blu-Rays, dann ist da wahrscheinlich nicht mehr viel Neues für euch dabei. Aber trotzdem. Finde es schön, dass es das alles wieder dabei ist. Ich mag das ja sowieso, dass das jetzt so gebündelt ist mit den 27 Scheiben. Ich habe ja hier diese große Kiste. Ich glaube, ihr seht sie da oben auch ähm, genau. Und deswegen finde ich das jetzt eigentlich ziemlich vollständig und gefällt mir ganz gut. So äh, zum Kontra dieses eingefrorene Korn, <laughs> ja, ich weiß es nicht. Ich weiß, ich bin da nicht drin, ne? Was hätte man wahrscheinlich besser machen können. Vielleicht hätte man es auch einfach seinen Job tun lassen können und es einfach weiter vor sich hingekrisselt. Das hätte wahrscheinlich, es wäre wahrscheinlich weniger auffällig gewesen, als es jetzt einfach so pff, an die Wand zu schweißen und dann hier nimm. Ich verstehe, dass man den Look insgesamt der neuen Filme so ein bisschen angleichen wollte und natürlich stechen da 4, 5, 6 am krassesten raus. Aber... Das wäre nicht nötig gewesen. Meiner Meinung nach wäre es jetzt nicht nötig gewesen, aber es stört mich jetzt auch nicht so sehr, dass ich jetzt sagen würde: Boah, kauf den Quatsch nicht. Äh, ist aber auf jeden Fall ein Punkt. Dann ist es so: Ich weiß nicht, was technisch möglich gewesen wäre, aber so ein bisschen mehr Dynamik bei der Tonspur wäre insgesamt auch nochmal cool gewesen. Aber ab und zu nochmal so ein so Tacken mehr, ne, dass es so richtig kommt und du sagst: Wow, okay, so habe ich das noch nicht gehört. Aber wie gesagt, keine Ahnung, was da möglich ist. So, der kleine UAD-Blu-ray-Vergleich. Ähm ich habe das meiste schon gesagt. Es ist so, dass sich die Farbgebung im Vergleich zu der 2011er Blu-ray ändert. Es wirkt alles ein bisschen schmutziger, dreckiger. Ähm Gleichzeitig habt ihr aber halt mehr Kontraste. Ihr habt im Englischen dieses Atmos Upgrade, ne, was teilweise ganz cool ist. Im Deutschen tut sich halt ehrlich gesagt so gut wie nichts. Puh. Ja, jetzt werden Star Wars Blu-rays insgesamt halt nicht, die sind nicht so günstig wie andere. Ne? Jetzt könnte man da aufgrund des sowieso hohen Preises da vielleicht sagen, geht doch auf die UAD, habt ihr die Blu-ray dabei. Kommt einfach drauf an. Wenn euch jetzt die alte Farbgebung total gut gefällt, ich meine, gibt doch Vergleichszeiten, guckt mal. Ähm dann <laughs> ja, hat sehr erledigt, dann bleibt bei der Elva Wenn ihr sowieso nur die deutsche Tonspur hört, dann könnt ihr bei der blu ray bleiben. Wenn ihr aber jetzt UHD spannend findet, guckt auch auf Englisch oder könnt euch das vorstellen und ihr findet dieses, dieses neue Color Grading gut dann ist der Unterschied, wenn die Sachen im Angebot sind, äh, jetzt auch nicht so riesig. Und ehrlich gesagt, bei mir, Pluspunkte gibt einfach diese Box. Ähm, jetzt im Großen und Ganzen, ist ist jetzt schwer für die Filme, 4, 5, 6, ne? aber insgesamt ist das bei mir schon ein Pluspunkt, weil ich die jetzt alle zusammen in diesem Schuber habe, in diesem Buch, ne? was ich schön aufmachen kann und dann ist dann alles drin. Ach so, das... Ich habe es bei 1, 2, 3, glaube ich, nur angeschnitten. Aber wie die Scheiben untergebracht sind in diesem Buch. Ich habe schon den ersten kleinen Kratzer an einer Scheibe drin und ich bin sehr vorsichtig mit meinem Zeug. Einfach nur, weil die so fest in diesen Schubern drin sitzen, Das... Da müsste man nochmal eine Lösung für finden. Ich weiß nicht, ob ich überall einen so einen halben Zentimeter einschneide, das könnte helfen. Aber es ist halt. Uh. Also, wenn euch sowas stört, die gehen echt fest raus. Vielleicht mache ich euch ein kleines Video, dass ihr das mal seht. Oder ihr habt es schon längst gesehen. Aber das ist schon. Boah, ich weiß nicht, das geht, das, das, das geht besser. Okay, jetzt fallen sie nicht alle raus, wenn man den hier macht, aber zu welchem Preis? <laughs> Kratzer auf meinen Scheiben. Also es ist. Ja, okay. Mir gefällt die Box sehr gut, aber die Scheiben sitzen zu fest in diesen dämlichen Pappschuhern. Das ist. Einfach zu fest. Ja. So. <laughs> so haben wir über alles gesprochen. Achso, ja, muss ich noch was final sagen. Also, wie gesagt, Blu-Ray, UHD wägt es für euch ab. Äh, wenn ihr nur einzelne Scheiben kauft, dann pickt doch einfach. Ihr müsst ja, ne, wenn ihr sagt, 1 bis 9, was weiß ich, macht man 5 und 6 auf UHD, 3 noch, gut 7, 8, 9, da reden wir was anders drüber. Aber na, dann, 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 dann kauft man sich die, die man cool findet. Und dann hat man halt 20, 25 Euro für eine UAD ausgegeben, aber hat halt die, die einem jetzt wichtig sind. Ich habe diese große Kiste auch nur, weil ich die in einem äh, Sonderangebot ein geschossen habe und dann passte mir das sehr, sehr, sehr gut. Weil ich auch gesagt habe, okay, 5, 6 UADs fände ich jetzt spannend und dann kam ich mit dem Einzelpreis auf den Gesamtpreis und habe ich gesagt, ja gut, dann. So. So. Das zu Star Wars Episode 456. Ich hoffe, ich habe an alles gedacht. Ich, diese drei Filme in einem sind, äh, sind ein bisschen viel. <laughs> Aber ich, ich kann halt auch nicht neuen Videos über. Na, das, 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 das guckt sich doch keiner an. Beziehungsweise ich muss das alles drehen und schneiden. <laughs> ähm, wenn ihr noch Fragen zu irgendwas habt, falls ich jetzt doch irgendwas vergessen habe oder nicht gut genug auf etwas eingegangen bin, fragt in den Kommentaren. Ihr habt ja das letzte ewig lange Star Wars Video auch. Lange geguckt tatsächlich. Die durchschnittliche Wiedergabezeit ist sehr hoch. Ich danke euch. Hätte ich nicht gedacht. <laughs> Und die harten Hunde unter euch, die sich wirklich komplett angeguckt haben. Ich habe euch lieb. Ähm, ja, aber das war's von mir für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gern gefällt mir da. Falls ihr noch weitere Ideen habt oder Gedanken zu Star Wars, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns hoffentlich nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin, ciao.